täglich grüßt das Murmeltier. Und das Murmeltier heißt Mario. Moin! Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Aus der Kaffeeküche. Aus der kleinen Kaffeeküche. Ich koche mir gerade einen Kaffee. Ich bin in St. John, es ist dunkel noch, weil der bei der Jahreszeit jetzt normal ist. Aber wir kommen heute einen regenfreien Tag. Was auch schön ist, in den Abfallbeutel. Zack. Ich habe immer so meinen Amount of Water. Water, Water, Water. So. Ich habe nämlich, war nicht schon fleißig heute früh. Ich war um 6 Uhr auf. Man braucht ja normalerweise hier vor 7 nicht in den Puschen kommen. Ich glaube, die fangen jetzt immer um 7 an oder so. Um 7 kommen die immer. Kaffee kochen, das ist wichtig. Ich muss immer, wenn so der Tag losgeht, bevor so die Action hier so startet, sprich Arbeit, muss alles fertig sein. Und dazu muss natürlich Kaffee kochen. So, wie habe ich geschlafen? Naja, ich schlafe hier eigentlich immer nicht so rosig, war aber relativ ruhig. So mit, ja, war okay. War okay. Es war okay. So, was liegt heute an? Laden und dann wieder losfahren. Ich weiß noch nicht, vorne Martell ist schon am Dings, der Christian ist auch schon am Licht anhaben. Es wird wahrscheinlich in Kürze losgehen. Wollen wir mal sehen, ich sehe das nämlich. Ja, vorne ist dunkel, ich muss das mal gucken. Ich mache auch meinen Kaffee zu Ende und dann werden wir mal sehen, wenn hell ist. Aber so warm ist, es löst sich so langsam hier auf. Ja. Tracks fahren, also werde ich auch mal fahren. So, ab jeder. Geladen, meine lieben Freunde, geladen. Diesmal habe ich nur ein bisschen mitgemacht. Oh, ihr wackelt. Ja, 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 ja. So sieht's aus hier. Jetzt fahren wir hier schnell mal raus. Jetzt mache ich euch das mal woanders fest hier, okay? Ich weiß auch nicht, wo ich das festmache. Ist ja okay jetzt gerade für den Moment, glaube ich. So, ja, ich habe mir die Jungs mal ein bisschen, damit sie mir an die Übergänge, wisst ihr? An die Übergänge, damit sie mir da keine Fehler machen.
Und ich, wie immer, dann da, wie hänge wie ein Schlumpf. Weil sie. Oh, ich meine, ich hänge eh wieder da, weil. Ach du Schande, jetzt haben sie wieder. Ja, das wird wieder ein bisschen nachtappen werden. Es ist, was es ist. Wahrscheinlich hau ich unter den Gurt drüber. Wahrscheinlich hau ich noch einen Gurt drüber. Ich gucke mir gerade das Elend wieder an. Ja, weil die einfach oben, wenn du ein bisschen unterschiedliche Höhe hast, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Ich kann euch das mal noch mal anhand des kleinen Beispiels gleich mal zeigen. Ich nehme euch mal gleich mit raus, meine lieben Freunde. Wir sehen uns da gleich am da hinten. Verstehst du? Aber lass mich mal hier kurz parken. Also, bis gleich. Das war die meine, bevor ich jetzt hier arbeite. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Ösen hier oben nutzt, ja, wenn ihr das jetzt hier anfasst, wackelt. Hier ist es nicht so schlimm, hier sind Gurte drauf. Aber hier. Ihr seht das schon. Hier. Und da hast du oben nochmal Ösen. Da hast du Ösen. Und hier hast du Ösen. Hier brauchst du nicht unbedingt einen Gurt, weil hier ist schon ein Gurt. Aber hier musst du. Verstehst du? Hat man wieder. Ach, das ist immer dasselbe. Aber oh, gut, okay. Das muss ich jetzt noch ein bisschen machen. Und hier unten ist natürlich auch immer die Gurte. Sind nicht gesichert. Die muss ich hier. Die verschiebe ich in der Regel. Ihr seht ja, die wackeln dann beim Fahren. Da mache ich einen Bungee ran und dann ist schick. So. Und das Gefährliche ist, wenn die hinten sich nach hinten bewegen, dann die Kette rauslutscht, fällt, doing, 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 dann ist auf dem Reifen, dann macht sie Schlingschlang. Irgendwann rollt sich der Gurt ab, Kette kommt hier zwischen und das war's. Hast zwei kaputte Reifen, wenn du Pech hast, vier. Und deswegen. Alles, was du am Reifen weghalten kannst, weghalten. So, Erklärbär macht jetzt hier seinen Feierabend. Ladung fertig. Denn das Laden wird morgen. So, hier muss ich auch wieder. Oh, das haben sie auch wieder. Naja, egal. Der Trab muss eh wieder raus. Gut, meine Lieben. Ist windig. Oh! Schnell bringe ich euch ins Warme. Wir sehen uns später. Auf der Strecke. Every time I do, I get lost. Wish I could explain to you, but if I do it, you will not lose. Maybe we're happier apart, and if I'm honest, I forget if we start. Better now than soon. I promise you. The heaven.
So, mein Lieben, es ist natürlich jetzt. Sonne ist ein bisschen diesig. Entweder ist das noch qualm, das kann man nicht so richtig erkennen, aber wir haben wunderschönen Sonnenschein hier runter auf den St. John River. Sieht sehr schön aus. Vorne hier versperrt mir ein bisschen der Christian die Sicht. Der knattert gerade vor mir hier. Den Berg runter, so wie ich. Siehst du, da kommt schon die Distance Warning. Ja, aber ansonsten haben wir wieder schönes Wetter. Wir hatten ja vorhin ein bisschen bewölkt. Jetzt kommt wieder nach Quebec und ich sehe, der Himmel macht so langsam sich bereit aufzuklaren. Was auch schön ist, ich fahre jetzt runter nach Montreal und werde dort abladen. Und zwar morgen früh hinter Montreal. Es ist, was ist jetzt? Wo bin ich hin? Valleyfield, das ist Richtung, ja, Richtung Prescott. Das ist eigentlich schon Richtung Ontario. Also ich muss heute noch an Montreal vorbei und dann will ich auf dem Yard stehen von der Firma. Denn die wollen mich früh abladen morgen, weil um 8 schon ein anderer Truck kommt. Da habe ich gesagt, okay, das geht aber nur, wenn ich euch übernachten kann. Dann habe ich gesagt, ja, kommst du, machst du, brauchst bloß auf G drücken, geht auf und kannst dich reinstellen. Und dann ist schick. Ich kann natürlich nicht abtappen, aber wir können morgen früh bei Zeiten anfangen. Ja. Distance Warning. Es geht hier so ein bisschen den Berg hoch, aber. Ich glaube, ich muss jetzt überholen gleich. Jetzt kommt hier mal der Distance Warning. Ja, so sieht's aus. Rechts unten sieht man sehr schön den Indian Summer in voller gold-gelben Blüte, hätte ich jetzt fast gesagt, aber mit Blättern. Ja, ist schön, natürlich, wenn die Sonne jetzt noch drauf scheint, dann möchte ich jetzt eigentlich abparken und dahin jähen. Jetzt lasse ich mal lieber noch einen anderen vorbei hier von Sunbury. Ich muss noch ein bisschen Abstand halten. Ja, das habe ich jetzt gemacht, um dir einen Gefallen zu tun. Weil du bist schneller als ich. Flames rise higher, love. We were burning so damn.
we got too close to the sun. Maybe in another life we could have worked it out, but we got too close. Good morning, people. Wie schön, guten Morgen, meine lieben Freunde aus Richtung Ottawa. Richtung Ottawa, aber nicht ganz. Ich fahre noch bis Hawkesbury. Wetter ist gut. Ich bin schon leer heute Morgen. Ich habe morgen früh im Dunkeln schon abgetarbt. Und die haben mich schon entladen. Und jetzt habe ich gerade, ich habe normalerweise hätte ich jetzt hier noch eine Stunde stehen müssen. Aber ich habe jetzt die Nummer angerufen von dem Kunden und habe gefragt, ich hätte normalerweise hier noch eine Stunde stehen müssen, bevor ich hätte rennen dürfen oder hinfahren dürfen. Und nun habe ich aber angerufen, ob ich früher hinfahren kann. Das macht scheinbar nicht allzu viel oder keiner. Und jetzt hat sie gesagt, you got me. And thank you for phoning ahead. Also früher anrufen und fragen. Dadurch hat sie gesagt, komm. Also, sprich, das hat ihr gefallen. Jetzt kann der Mario schon früher rein. Brauch dir was? Freundlich fragen. Kommst du weiter? Kommst du echt weiter? Haben wir gestern wieder gehabt. Dadurch regelt sich dein Tag immer so ein bisschen besser. Es gibt natürlich viele, die in Stur. 11:15 bleibe ich erstmal stehen, eine Runde. Aber ich habe jetzt auch erstmal gefrühstückt, muss ich sagen. Und gerade auf dem Truckstop hier bei Petro war ich gerade, habe angehalten. Und fahre jetzt, wie gesagt, rein. Ich habe meinen Kaffee. Ich habe heute Morgen schon vor 6 angefangen, aber natürlich nicht ohne Kaffee. Erst musste ich mir einen Kaffee machen, um 5:30. Schlückchen Kaffee trinken und dann anfangen, Tarp zu berühren. Verstehst du? Das geht ja nun mal nicht anders. So, ja, wo fahre ich hin? Jetzt ist jetzt wieder ein Déjà-vu für euch, weil ihr das Video guckt. Das habt ihr nun gerade erst gesehen vor kurzem. Ich fahre wieder nach Tracadie-Chela. Freut mich drauf, weil ich möchte einfach mal noch mal nach oben lang fahren, ob das jetzt so richtig schön golden ist. Ich freue die Strecke da oben ist ja meine zukünftige Heimat, wenn man so will. Da oben in der Ecke, da lasse ich mich ja nieder und oder lassen wir uns nieder. Und wenn es soweit ist, dann zeige ich euch das nur. Und von daher freut mich da wieder hinzufahren. Jetzt werden Shingles geladen. Auch schön, ich brauche noch eine Tarpen. Es ist noch glücklicherweise, ich denke mal November oder so, jetzt wieder los. Aber jetzt haben wir ja noch Oktober, gerade so. Und von daher geht das noch. Gut, meine Lieben. So sieht's aus. Ich fahre also hier so ein bisschen in der Sonne und darf ein bisschen früher laden. Das ist auch schön. Freut mich alles. Und wir sehen uns natürlich nachher gleich wieder, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin und wir dann losfahren. Losfahren wollen. Also, bis dahin. So, diesmal habe ich euch jetzt nicht gezeigt, was ich geladen habe, aber ihr wisst ja, was ich geladen habe. Mag naja, vielleicht noch nach der Dusche oder sowas. Ich bin wieder zurück in Quebec und fahre jetzt Richtung Tracadie-Chela. Irgendwo in, wo wir schon mal waren, da fahre ich jetzt hin. Morgen irgendwann da sein und dann gucken wir mal, was der liebe Jute Dispatch uns so hin, feuert noch für den Donnerstag Nachmittag und ich denke mal, ich werde wieder vorladen. Aber Donnerstag wahrscheinlich zu Hause und vielleicht, ich glaube nicht, also wenn er mir noch Donnerstag laden lässt, dann kann ich ja noch losfahren und Freitag entladen. Naja, mal sehen. Irgendwas, ich habe noch keine Ahnung. Ich muss mal sehen, wie es läuft. Es sind jetzt ungefähr gute 13, 14 Stunden Fahrzeit, das heißt heute noch, wir haben jetzt 12 Uhr, heute noch mit knapp 10 Stunden dabei und morgen dann noch, ja, morgen Mittag da und dann schauen wir mal. Hallo?
Wenn du, das heißt ja, normalerweise heißt es doch Beschleunigungsstreifen, oder? Normalerweise. Das heißt, das komische Pedal, was da rechts ist, das kann man doch einfach runtertreten. Und wenigstens 100 fahren. Um sich so schön flüssig einzuordnen. Aber das sind ja wieder Wunschträume von mir. Ach, ich konnte jetzt noch nicht rüber, weil jetzt kommt die Waage und jetzt kommt meine blöde Distance-Warnung hier wieder. Aber was soll ich hier machen? Ich fahr nun mal nur Mist. Also meine Lieben, wir sehen uns später, vielleicht, mal sehen. Doch, ich denke mal schon. Also, bis dahin. Der Mario, nix hat er mehr gefilmt heute. Nee, wir kommen jetzt, also ich fahre jetzt auf jeden Fall noch ein Stückchen. Ich wollte mich nur noch mal kurz zurückmelden oder abmelden für heute. Ich fahre jetzt zurück noch ein Stück und zwar bis an New Brunswick und ich fahre noch bis Dalhousie. Da melde ich mich dann morgen. Das ist Richtung Richtung 11 Uhr. Campbellton will ich noch vorbei heute Nacht. Und zwar will ich so noch vor 12 Feierabend machen heute. Das schaffe ich auch. Jetzt zieht aber erstmal die Strecke zurück nach Edmonton und dann jetzt nach St. Leonard. Und in St. Leonard, da biege ich ab dann auf den Highway Nummer 17. Und da geht es dann Richtung Campbellton über die Dörfer ein bisschen. Aber es ist halt, wie gesagt, die andere Strecke sind 120, 130 Meilen mehr. Wenn man, das sind locker 2,5 Stunden mehr. Nicht 2,5 Stunden, aber 2 Stunden mehr, wenn man jetzt die Strecke fährt. Ob ich die jetzt länger brauche, das sei mal dahingestellt. Ich will vielleicht noch eine Änderung machen, das gucke ich morgen früh, aber ob die Strecke dann an der Küste lang die kürzere ist oder ich fahre nach Miramichi, weil da kann ich die 11 runterdüsen und dann rüberfahren wieder nach Tracadie. Aber vielleicht fahren wir auch die Küstenroute, das muss ich mal sehen, wie die Meilen da unterschiedlich sind. Wenn es nicht viel ist, dann fahren wir wahrscheinlich die schnellere Strecke. Man weiß ja nicht, die riecht schon wieder nach Gummi. Nee, stinkt hier. Stinkt hier, ich würde sagen, stinkt hier. Oder riecht es bei mir oder bei dir? Nö. Ich glaube, nee. Nee, looks alles gut. Im Window. Ja, wir sind jetzt hier Rivière de Loup. Wo ich ja normalerweise immer ziemlich fast Feierabend mache. Und zwar Saint-Antonin, aber heute nicht. Ich habe noch 5 Stunden Fahrzeit auf der Uhr, die ich noch fahren kann. Und gleich habe ich auch noch bis Mitternacht. Also von daher können wir wenigstens noch 4 Stunden fahren und dann müsste das eigentlich funktionieren. Also sehen wir uns morgen früh in Dalhousie. Moin, ihr Banausen. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Sonne, aus dem wunderschönen Indian Summer. Aber ihr werdet wahrscheinlich die Farben nicht erkennen, weil die Sonne ziemlich hart ist. Ich habe hier übernachtet in Nagaido. Ist ein kleiner Truckstop. Wirklich local. Am Highway 11. Aber der Truckstop hat einen Vorteil, meine lieben Freunde. Du findest einen Parkplatz. So, jetzt gucken wir mal, ob meine Ladung noch okay ist. Ich wollte gestern in Dalhousie. Dalhousie ist zwischen Campbellton und Bathurst eigentlich übernachten, aber da war voll. Und wie ich ja immer so bin, habe ich noch ein bisschen Restzeit und plane dann den zweiten Schlag. Und der hat dann gesessen. Und dann bin ich hier halt hergefahren, habe mir an der Seite gestellt. Es standen da noch ein paar gestern Abend da. Da steht jetzt noch ein leerer Trailer, ist mehr oder weniger local hier. Und zwar local aus dem Grunde, weil 20 Kilometer nördlich hier ist unser Wintercamp. Da bin ich mir gestern vorbeigefahren an der Abfahrt, nicht am Camp. Gewissermaßen schon. So, auf den ersten Blick. Und da habe ich schon gedacht, ach ja,
freue mich schon drauf. Jetzt muss man ja auch sagen, man freut sich drauf, wenn die schönen Tage dann im Winter auch kommen. Man kann sich über jeden Tag freuen. So wie dass man gut gelaunt, gut geschlafen. Ich habe hier super geschlafen. Es ist so quiet hier, Leute. Ja, jetzt fahren ein paar Autos, aber in der Nacht, ich habe hier null. Ich glaube, ich habe mich nicht mehr bewegt oder so. Egal, hier noch gequatscht. Wo ist mein Schlüssel? Ich mache jetzt erstmal Pre-Trip. Den muss ich erstmal machen. Wo ist jetzt mein Schlüssel gelandet? Ich mache jetzt erstmal Pre-Trip. Und dann schmeißen wir die Gurke erstmal an. Kann ich da sagen, wo ich meinen Schlüssel hingebracht habe? Nicht funny. Ich bin ja auch ein Honk, ey. Like in der Tasche. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt mal Pre-Trip. Meine lieben Leute, und dann kochen wir mal wieder zusammen Kaffee. Der Duft vom brennenden Kaminholz schwellt dir in der Nase hier. Das ist normal. Hier in der Gegend, wie gesagt. ...20 Kilometer weiter ist das Camp. Und absolut hier, ich habe gepennt hier wie, also wie ein Camper, ich habe echt nicht bewegt. Ich glaube, ich habe mich nicht einmal irgendwo hin bewegt. Ich muss meinen Müll noch wegbringen. Das ist manchmal so. Leute, das ist manchmal so. So. Gut. Kaffee kochen, ab dafür. Wasser erstmal machen. So, bin gestern Abend hier um 11:05 gelandet. Haben wir wieder mal den Tag komplett ausgeschöpft. Ich hatte auch keine Schichtzeit mehr. Also meine Schichtzeit war gone. Completely. Aber es lief einfach. Manche Tage, wisst ihr, hast du einfach, läuft. Und dann hörst du auch nicht auf zu fahren, weil solange wie du sagst, oh, ich hab noch Zeit, ich hab noch ein bisschen, fährst du, das ist ja immer mein Problem. Ich würde sicherlich auch einschlafen, wenn ich früher stopp. Aber ich habe das gestern, wie gesagt, so gemacht. Oder die ganze Woche schon. Ich habe jetzt, was ist noch, heute ist Donnerstag früh. Und ich habe an Kilometer, was waren das? 4000 Kilometer. 4000 Kilometer bin ich schon gefahren. Und das habe ich auf dem ELD auch gesehen. Ich bin 2 Tage über, knapp über 1000 und jeden Tag war mit 991 und der andere war mit 996. Also über 4000 Kilometer schon weggerissen diese Woche. Das sieht man auch an meinen Stunden. Ich habe nicht mehr allzu viel übrig. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich wirklich nur noch vorlade. Ich hoffe, ich kann heute noch vorladen und mache dann morgen Freitag komplett frei. Und fahre dann Sonntag wieder raus. Ja. Manche Wochen sind halt so. Das ist aber auch vom... Ich hätte auch früher anhalten können, aber... Ich habe mir gesagt, ich habe noch Fahrzeit. Was ist denn hier los? Wir machen den hier. Eigentlich könnte ich mir jetzt frische Eier abholen und ein bisschen Marmelade. Sind hier. So. Ich muss auch noch Müll wegbringen. Das muss ich noch machen. Das mache ich auch gleich noch. Also, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf der Strecke wie immer. Aber erstmal muss ich Kaffee haben. Und dann geht die Welt auch weiter. Winke, winke. Winke, winke. Wait for the night.
schön hier lang zu fahren, direkt an der Küste, muss ich sagen. So hier Wasser sieht man ja im Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr das teilweise sehen konntet, das Wasser. Es ist schon schön hier. Ich fahre hier lang so mit 90, das ist eine ganz angenehme Geschwindigkeit. Das gefällt jetzt nicht jeden Pkw-Fahrer, aber hier ist eh nur 90 erlaubt. Das wird jetzt relativ wurscht. Es ist der alte Highway 11 und da fahren wir lang hier oben. Wir haben es nicht mehr allzu weit, 14 Meilen. Ich denke, ich habe ein paar schöne Bilder wieder eingefangen hier von der Landschaft. Ich fahre hier unglaublich gerne. Hier fährt man übrigens auch zur Village de Acadienne. Das ist diese Dorf, ähnlich wie King's Landing, wie ich euch schon mal gezeigt habe, wo man die alte Franzosen, die hier gelandet sind damals, die Acadien, wo man quasi zusammenfasst, wie die gelebt haben, über zwei Jahre, eigentlich von 1700, glaube ich, von 1699, 1705, glaube ich, geht dann los bis 18, hast du nicht gesehen. Also die Geschichte ist schon verfolgt. Ich war da schon, sehr schön, man kann da wirklich einen Tag verbringen drin. Und da fahren wir jetzt so gleich vorbei. Oder vielleicht sind wir sie ja schon vorbei, fahren gleich nicht viel passen, kann natürlich auch sein. Und dann jetzt nach Traca di Chela, diesmal kommen wir von der anderen Seite, von der Küstenseite, quasi vom Norden her. Wir fahren ja jetzt gerade hier Richtung Süd. New Brunswick Highway Number 11. So viel dazu. Wir sehen uns nachher wieder, wenn ich leer bin und wenn wir mehr wissen. Ich hoffe, ihr konntet die Landschaft hier und die kleinen Ortschaften ein bisschen genießen mit Musik. Und wir sehen uns dann wieder. Es ist einfach, ich finde es schön hier. Hier haben wir das zum Beispiel Village Acadienne. Ist 18 oder 16 Kilometer, siehst du. Also ist noch ein bisschen hin. Habe ich noch nicht verpasst. Da war gerade das Hinweisschild. So, meine Lieben. Ab und zu kommt mir mal ein Trucker entgegen. Ansonsten ist es okay hier. Es ist nicht viel Verkehr. Und ich fahre jetzt abladen und danach sehen wir uns. Schönen guten Tag. So, meine Lieben, ich mache jetzt Feierabend. Für heute zumindest, ja, ich fahre nach Moncton. Für morgen weiß ich noch nicht, weil da hat noch nichts gesagt. Für morgen ist, ich habe jetzt mal nachgeführt und nachgefragt, weil ich will meinen Tag so ein bisschen planen. Ich könnte ein paar Dinge machen. Muss zu Hause auch noch ein bisschen was machen. Terrasse, Winterfest und alles sowas. Dass wir uns fokussieren können auf die Arbeit und dann wieder aufs Wegfahren. Dazu muss ich natürlich erstmal wissen, was los ist. Aber ich denke mal, er wird mir das irgendwann sagen jetzt. Ich bin ja noch auf dem Weg, ich fahre auf jeden Fall Richtung Moncton. Ich habe ihm Nachrichten geschickt, so schauen wir mal. Ja, ich bin leer in Traca di Chela. Meine Shingles haben ihren Bestimmungsort erreicht und ich habe meinen auch erreicht, und zwar auf Rückweg. Es sieht ja alles hier vernünftig aus, muss man sagen. Kann man ja nicht meckern. Es ist natürlich schöner, goldener Herbst hier. Das ist echt. Also ich weiß auch nicht, aber dieses Jahr ist das entweder ist das Meer oder ich bin blind. So, ich mache mir jetzt, wie gesagt, auf dem Weg nach Miramichi. Und werde euch noch ein paar Eindrücke unterwegs einfangen mit der Musik. Dann unterlegen. Sollte ich noch wissen, was passiert, sage ich euch noch Bescheid. Wenn nicht, dann heißt es mal wieder Dankeschön. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank wieder einmal fürs Zuschauen und fürs Liken, Kommentieren. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle Abonnenten. Bleibt schön gesund, bleibt mir gewogen und macht nicht so viel Unsinn. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wie immer hier mit allen und besten Wünschen und Grüßen aus Kanada. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.